Engel sehr aufgepasst. Da ja die Raketen gerne großen Bogen versuchen. Ist ja auch nicht so gerade wenig Schaden macht. Und dann dürfen wir uns auch nicht mehr so weit treffen lassen. Nein, treffen wir nicht, treffen wir. Ah, verdammt. Scheiße. Ich glaube, schon im Boden vorhanden, dass das hier gleich schief gehen wird. Sieht man ja eigentlich. Jedenfalls kann man sehr gut erkennen. Lass mich in Ruhe. Ach, doch noch geschafft. 1%. Gerade noch so geschafft. Jetzt haben wir unsere stärkste Waffe bekommen im Spiel. Die Apfelbazooka. Können wir natürlich nur Nevin benutzen. Sonst würde ich sie jetzt schon zeigen. It's funny how history repeats itself. Yet again, engine has failed to defeat you. For this we must destroy you! Oh, my aching head. I'm not feeling myself these days. So, the end is in sight. Gather another 5 crystals, and again you will have foiled my plan. Or will you? So. Fehlt im Grunde nur noch eine Kraft, die wir bekommen können. Ein Endboss. 5 Kristalle. Und dann geht's los. Und wir beginnen nochmal von vorne, um komplette 100% zu kriegen. Und in dieser Stage ist mein zweites absolutes Hasslevel. Welches wir natürlich erst zuletzt spielen werden, weil es der letzte Level ist hier. So, zu unserer neuen Waffe. Das ist diese schöne, formschöne Bazookas, die mit Äpfeln um sich schießt. Wir können mit den Pfeiltasten, oder wenn man Analogcontroller hat, mit dem Analogstick zielen. Also genauso wie man läuft eigentlich. Die Reichweite ist begrenzt, das wird aber auch. Es liegt aber daran, wie die Maps. Die Maps, die, auf denen man hier spielt, erstellt sind. Sie bleibt an einigen Objekten hängen und dadurch trifft sie manchmal nicht. Und es wird manchmal auch nicht angezeigt, wenn sie trifft. Auch ein neuer Gegner hier. Diesen müssen wir ausweichen. Schießt ein paar Mal, dann dreht er hinter und wir müssen ihn erwischen. Genauso. Jetzt haben wir eigentlich kein Problem mehr gegen sämtliche Gegner, da wir sie alle mit der Bazooka jetzt besiegen können. Und ich werde auch öfters von ihr Gebrauch machen, da ist einfach. Ich habe es mir einfach schon angewöhnt, mit der Bazooka zu spielen. Wenn ihr seht. Oh ne, okay, es wird gezeigt. Oh, ein netter Vorteil von der Bazooka. Man sieht hier diese Aktivierungskisten. Wir können mit der Bazooka genauso. Och Mann. Jetzt treff doch mal. Diese Kisten aktivieren. So sparen wir einmal hin und zurück. Beziehungsweise, wie man nie hat, aufwendige. Nicht gerade leichte Sprung-Einlagen. Also man kann das wirklich ein paar Mal versuchen. Das ist auch wirklich nicht leicht.
diese Kisten dann selten zu erreichen. Also ich habe es schon öfters probiert, mal komme ich eigentlich durch den Sprüngen relativ gut klar. Aber hier ist es halt ein bisschen schwer, da man die nicht, wenn man wirklich von der Seite springt, nicht erkennen kann, wo die stehen. Oder durch ein paar doofe Zufälle, dass die Kamera ein bisschen umschwenkt. Also sonst ist das relativ schwer zu erkennen. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Wir können diese Viecher, also diese... Oh oh! Genauso mit der Bazooka abschießen, aber diese... Ja, eigentlich müssten wir die Bazooka hier stehen lassen. Die Bazooka. Die Kisten hier stehen lassen, da wird die, wenn man den einen... Das war jetzt ganz schlau von mir. Na egal. Zwar's, wenn man einen bunten Kristall hat, oder um genau zu sein, alle bunten Kristalle hat, weil. Oh, das ist diesen, nee, das ist im nächsten Bonuslevel. Ich vergaß. Wenn man in diesem Bonuslevel einen besonderen bunten Stein hat, ich weiß jetzt nicht welche Farbe. Das werden wir ja gleich sehen. Da wir gleich an der Stelle sind. Bekommen wir ein halt auch so ein Aktivierungskistchen, wo man dann wieder zurück am Anfang, wo noch diese eine weiße Kiste war, die wir eigentlich bekommen würden. Genauso müssten wir die dann mit dem TNT aktivieren. Aber da wir den bunten Kristall noch nicht haben, können wir das auch vergessen. Da es eh nicht möglich ist. Von daher. So. Wie gesagt, das passiert, wenn man es mit der Bazooka. Und dann können wir auf sie springen. Und weg. Aber nach einer Zeit drehen die sich halt wieder um und alles. Und wir bräuchten den grünen Kristall. Den grünen Kristall? Wo war der nochmal? Das fällt mir gerade nicht ein. Grüner Kristall, grüner Kristall, grüner Kristall. Nee, das fällt mir gerade nicht ein. Naja. Wir sehen es ja dann, wenn wir auf 100% durchspielen, weil grüne Kristall sich versteckt. So. Und durchrennen. Und ein paar Äpfel wegschleudern. So. Mal hoffen, dass er uns nicht trifft. Denn er steht genau vorm Ende. Ja, so war das jetzt erst recht nicht geplant. Also, ja. Tschüss. Tschüss. Wir springen ja einfach mal schnell durch. Da wird jetzt leider mal hinterkommen. Dass ich jetzt runterstürze, war eigentlich überhaupt nicht geplant. Nicht im geringsten. Aber egal. Es passiert. Ja. Weg mit dir. Weg mit dir. Und durch. So. So, und diesmal ohne herunterzufallen. Ohne sich treffen zu lassen. So, haben es geschafft. Wunderbar. Tada! So. Geht's doch gleich mit Nummer 22 weiter. Einem Rennlevel. Welches ich etwas schwerer in Erinnerung habe. Aber schaffbar.
auf jeden Fall. Hier kommt zum ersten Mal vor, dass die Polizeiwagen, wie man ja sieht, hin und her fahren. Das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein, je nachdem, wie man fährt. Da ich ja gerne mal unberechenbar sind, wenn ich mit dem Teil fahre. Natürlich kann man den ausweichen, indem man auf den meisten Streifen fährt. So ist man eigentlich am besten von einem Polizeiwagen geschützt, da man die ja eigentlich bloß ein bisschen streift. Und da man diese nur streift, hat man nicht das Problem, dass die einen verlangsamen. Welches ja eine gute Eigenschaft hier ist, da man da möglichst nur durchfahren ohne irgendwelche Verlangsamungen sollte. So. Kisten schaffen wir eh nicht alle, wenn ich es nicht falsch in Erinnerung habe, da ich ja schon ein paar Kisten vergessen habe. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung. Ich kann mich auch irren. Ja, jetzt sind wir auch schon kurz vorm Ende. Das erkennt man an diesem Formschild Polizeiwagen, hinter denen schon die Löcher standen. Und hätten wir jetzt diesen Beschleuniger mitgenommen, hätten wir die Kurve garantiert nicht geschafft. Bin nicht mehr ganz sicher. Und wenn man hier drüber springt, fällt man... Okay, der fährt unten vorbei. Das finde ich sehr nett. Denn so sind wir Erster. Und flupp. Schon haben wir es geschafft. Ich habe aber das ganze 8 Kisten gefehlt. Ist ja nichts. So. Geht's ab mit dem nächsten Level. Wenn ich mich nicht irre, gab es sogar hier den grünen Kristall. Und? Ja, hier gab es den grünen Kristall. Wunderbar. Hätten wir 2 Level weiter früher gebraucht, aber egal. Sehen wir gleich den nächsten praktischen Sinn der Bazooka. Dieser war es nicht. Die hätten wir auch so besiegen können. Und zwar die netten Freunde hier am Fenster. So bereiten wir uns keine Probleme mehr vor, weil sie halt nicht mehr leben. Das ist eine wirklich schöne Sache, die man hier in den Leveln benutzen kann. Da die halt wirklich manchmal ihre Bomben in den unmöglichsten Momenten schmeißen, wo man dann wieder eine halbe Ewigkeit warten muss, um überhaupt weiterzumachen. So. Und weiter. Und ein Checkpoint. So. Treffen wir den da hinten von hier aus schon? Ich weiß es nicht. Ja, den treffen wir von hier aus schon. So. Weg war er. Ja, da, hopp. Das können wir von hier unten wunderbar machen. So. Und so. Waren ein paar Äpfel weg. Aber egal. Das soll uns nicht weiter stören. Da wir eh genug Leben haben, der für unser Innenleben Leben bringen. Und wieder tot. So. So. Und ein Checkpoint. Und tschüss. Das ist jetzt auch eine schöne Stelle, wo die Bazooka ja Wert macht, weil man ja eben dieses runter nicht wegnehmen kann. Welche Stelle jetzt jedenfalls blöd wird, ist genau diese. Bei dieser kann man auch nicht ausweichen. Also müssen wir warten und hoch. Ganz schnell jedenfalls. Der grüne Kristall holen wir noch nicht. Da ich jetzt erstmal die normalen Steine habe, also die Edelsteine, die Kristalle haben will.
wir den Herrn Cortex besiegen können, damit ich mich da